Es waren unfassbar grausame Bilder aus Afghanistan. Eine junge Frau liegt am Boden, Dutzende Männer stehen um sie herum. Sie treten auf sie ein mit ungebremster Brutalität. Sie schlagen sie, zerren an ihr. Am Ende wird ihr Körper verbrannt und in den Fluss geworfen. Die Männer, die nicht mitmachen, filmen das Ganze mit ihrem Handy. Filmen den Lynchmord. Filmen den Lynchmord. Und warum? Die junge Frau soll einen Koran verbrannt haben. Nun war ihre Beerdigung mit Bildern, die in Afghanistan Seltenheitswert haben. Frauen, die ihre Wut auf die Straße tragen und für Gerechtigkeit demonstrieren. Entgegen aller Tradition tragen Frauen den Sarg zu Grabe, in dem die zu Tode geprügelte Farkunda liegt. Sie erheben ihre Stimme und ihre Fäuste. Wir wollen Gerechtigkeit für Farkunda, wir wollen Gerechtigkeit für die afghanischen Frauen, rufen sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in unserem Land solche Leute gibt, die ohne irgendeine Gerichtsbarkeit solch einen Gewaltakt gegen einen unschuldigen Menschen begehen. Weil Farkunda angeblich einen Koran verbrannt haben soll, hatten hunderte Männer sie vor einer Moschee in Kabul zu Tode geprügelt. Sie überfuhren ihre Leiche mit einem Auto, zündeten sie an und warfen sie in einen Fluss. Polizisten beobachteten die Tat, schritten aber nicht ein. Danach tauchten diverse Videos von Augenzeugen im Internet auf. 13 Verdächtige wurden festgenommen, darunter 8 Polizisten. Ein Mullah, der in der heiligen Stätte war, hat Farkunda beschuldigt, den heiligen Koran verbrannt zu haben. Nun wird dieser Mann von der Polizei festgehalten. Er hat jetzt zugegeben, dass es gelogen war, was er über meine Tochter gesagt hat. Farkunda starb mit nur 27 Jahren. Sie hatte gerade ihr Religionsstudium abgeschlossen.